Hallo und willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ich wurde gerade aufgefordert, eine Umfrage zu machen. Und diesmal ist auch Mel mit dabei. Hi! Wir werden das mal zusammen machen. Ich glaube, da gibt es ein bisschen was zu diskutieren. Toll! Es geht los! Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Gute Frage. Ja, nein, keine Ahnung. Würdest du mit einem Androiden eine Beziehung eingehen? Der menschlich aussieht. Also wenn er auch noch menschlich ist und nicht nur so aussieht, er sieht so ist aus, er wahrscheinlich sogar besser als manche Männer. Ich meine, du könntest ihn so programmieren und so aussehen lassen, wie du willst. Das ist halt schon mega praktisch, aber... Aber er würde halt auch irgendwann mal langweilig werden, weil er eben auch nur genau das macht, was du erwartest. Und genau das, also was du ich willst. Ich glaube, da würde ich irgendwann mal dann... Und wie wirst du ihn wieder los? Ausschalten. Ja, fertig. So. Ich meine, okay, im Endeffekt würdest du dich wahrscheinlich niemals streiten oder sowas, aber genau da würde dann gerade für eine gewisse Zeit bestimmt, vor allem so ein Android, der ist doch aus Plastik und Metall. Ja, naja. Ich meine, die haben bestimmt irgendeine Wärmezufuhr, damit die noch ein bisschen echter wirken. Aber ja, ich würde nicht sagen, dass sie aus Plastik sind. Die benutzen ja wirklich mittlerweile andere Sachen, damit sie dann eben noch menschlicher sind. Es gibt ja auch mittlerweile solche Überziehmassen, die dann auch wirklich richtig echt wirken. Aber Mensch ist ja trotzdem immer im noch Endeffekt nicht. Ist es einfach nur so, sollte ein System schaden für irgendetwas sorgen, sag ich mal, ja, könnte er immer noch seinen Rücken gegen dich stellen und ich weiß nicht. So ein bisschen ist es ja auch bei Detroit Become Human, also immer mal keine Ahnung. Ich glaube, für eine kurze Zeit bestimmt ganz nett, aber... Aber dann würde ich irgendwie... Ja. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Ich meine, wenn die KI am Ende selber lernen kann und sich denkt, boah, die Menschen sind super scheiße und sich halt gegen die stellen. Irgendwann bestimmt. Momentan nein. Aber... Momentan nein. Ich meine, du weißt ja nicht, woran die jetzt gerade so arbeiten. Momentan ist noch die Technik so schlau wie der Mensch selbst, also... Noch. Aber Technik ist schneller imstande, sich weiterzubilden, als im Endeffekt wir es dann sind. Und es gibt immer irgendwas, was ein Herrscher, sag ich mal, Hersteller übertreffen könnte. Ja. Und gerade jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, in der Zukunft könnte es gut sein, dass wir dann die Rasse sind, die unter ihnen steht. Ja. Da sie ja eben auch so leicht lernen. Und wenn sie dann wirklich... Du kannst halt nie garantieren im Endeffekt, ob sie dann auch wirklich hörig bleiben. Ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwo so einen kleinen roten Knopf, der dann alle wieder ausschaltet, aber vielleicht lernt die KI dann auch, sich selbst umzuprogrammieren. Ja, genau, darum geht's ja. Oder schaffen es eben, diesen Knopf zu entfernen, abzuschalten, umzuschalten, je nachdem, Störungssender somit einzubauen. Also, Ich denke mal, da ist die Menschheit selber dran schuld. Ja, das schon, aber ich denke, also meiner Meinung nach kann es wirklich sein, dass es zur Gefahr wird, aber in der Zukunft eher. Jetzt gerade noch nicht. Ja, steht ja auch, könnte zur Gefahr werden. Könnte. Also, wir machen mal ja. Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Ein Buch, ein Mobiltelefon, Stift und Papier, eine Konsole, ein Instrument. Gute Frage. Ein Mobiltelefon würde dir eigentlich nicht wirklich was helfen auf einer einsamen Insel. Wenn man da Empfang hat schon, dann könnte man Hilfe rufen. Meinst du, es gibt Empfang auf einer einsamen Insel? Man weiß ja nicht. Stift und Papier. Bräuchte man schon sehr viel Papier. Bringt einen auch nicht so wirklich weit. Eine Konsole ohne Strom? Ja. Wenn, dann ein Buch vielleicht. Aber das auch irgendwann. Also im Prinzip bringt dir halt nichts so wirklich eigentlich viel. Gar nichts was, ja. Ein Instrument, wenn ich meine... Wird aber auch irgendwann langweilig. Ja klar, aber du kannst es immer noch jemanden anderen, wenn dich jemand angreift oder etwas angreift, in die Ohren hauen. Okay, gut. Wird schon nicht gut. Das Argument ist nicht gut. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Definitiv, ja. Das ist schnell beantwortet. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden, fliegende Autos, Weltraum, Tourismus, mit dem Gehirn verbundene Geräte. Das ist auch cool. Eigentlich alles.
Ja, aber das letzte... Androiden so, auch, so, ja. Ja, na gut, Androiden bin ich jetzt. Hast du mal... In Ordnung, aber nicht wirklich. Aber gerade dieses mit dem Gehirn verbundene Geräte. Hast du mal, wie hieß denn die Serie, Altered Carbon gesehen? Da konnte man nämlich auch sein Gehirn und sein Selbst und seine Gedanken alles in eine Cloud abspeichern und dann wieder abrufen, wenn man stirbt und in einen neuen Körper gelangen. Das ist schon crazy. Aber wenn du genug Geld hast, natürlich. Nee, was sonst? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade bei diesen mit dem Gehirn verbundenen Geräten stellt sich ja dann auch eine neuronale Verbindung her. Und wenn diesem Gerät, dieser Person, was auch immer, mit dem du gerade diese Verbindung hast, wenn bei dem irgendwas ist, wie zum Beispiel dem wird der Arm gebrochen, dann fühlst du die Schmerzen gleichzeitig. Mhm. Also es ist dann schon doch im Endeffekt risky. Vor allem, wie creepy ist das? Ich meine, Amazon Alexa hört dich ja eh schon aus. Was, wenn du immer noch mit deinem Gehirn mit Alexa verbunden bist? Ja. Dann können die alle deine Gedanken speichern. Mhm. Ja, obwohl, so viel Speicherplatz darum musst du auch erstmal haben. Aber sonst... Androiden finde ich schon ziemlich cool. Hätte ich auch gerne irgendwann. Fliegende Autos. Ja, auch schon cool. War auch cool. Wird bestimmt witzig, das alles zu regeln. Weltraumtourismus, ja, okay. Kann ich ein bisschen drauf fast verzichten. Würde mal sagen Androiden, oder? So, das wäre so cool. Du kannst kochen, auf die Kinder aufpassen, nicht irgendwo hinfahren. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Glauben Fan von bin, aber ja. Glauben Sie an Gott? Nein. Das und ist schnell. Ihre Kinder betreuen lassen? Würden Sie einen Android? Ja, warum nicht? Ah. Würde ich schon machen. Ist wahrscheinlich besser als so manche Erzieher, auf jeden Fall, teilweise. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ein Systemfehler im Endeffekt könnte es dazu führen, dass dein Kind zum Schluss stirbt. Ja, ein Erzieher kann dein Kind auch vergewaltigen, also. Ich glaube, da vertraue ich weder Mensch noch Maschine irgendwie. Also tendenziell ja, eigentlich schon. Ich bin dann eher so, keine Ahnung. Aber du hast gerade die Konsole in der Hand. Ja, also ja. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Zu viel. Mehr. Boah, keine Ahnung. Doch mein mehr. Also mein Handy kann das ja, trackt das ja so ein bisschen, wie lange ich YouTube gucke und laufe und so. Also ja, teilweise sehr viel. Beziehungsweise ich arbeite ja in der Informatik eigentlich den ganzen Tag. Wenn ich von der Arbeit komme, wenn ich in der Arbeit bin. Generelle Elektronik. Ja. Also bei mir auf Arbeit gibt es einen Haufen, was vor allem, über Elektronik läuft. Ja. Am meisten auch die Kasse, die ich... Vor allem Fernseher, Radio, Küchengerät, ist ja auch alles Elektronik. Ja, na erstmal das und dann auf Arbeit. Bei mir muss ich dann ab und zu noch an den PC ran. Ja. Dann kommt noch dazu mein Handy, was ich nebenbei dann natürlich nebenbei immer noch nutze und dann eben die Zeit, die man im Endeffekt, sag ich mal, an den Konsolen verbringt, wo man dann teilweise, wenn man dann wirklich mal frei hat, bis zu 12 Stunden dann wirklich mal durchzockt. Ich glaube, also kein Tag weniger als eine Stunde. Oder überhaupt eine Stunde. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Ja, warum nicht? Ich glaube, das machen ja teilweise schon Maschinen, oder? Ich glaube, so Gehirnsachen vielleicht nicht unbedingt und Herzsachen, aber tendenziell irgendwie so bei so einem Armbruch oder so. Das machen immer noch die Ärzte. Es gibt selten was, das wirklich jetzt eine Maschine macht. Es ist aber vorausgesehen, dass zum Schluss alles über. Ich meine, die sind auch viel präziser, weil wenn so ein Arzt mal müde ist, weil die arbeiten halt einfach viel zu viel, zack, tot. Oder irgendein Fehler oder irgendwas wird vergessen. Ich sag's oder sonst mal was. So, mir wäre es im Endeffekt egal. Wenn du stirbst, stirbst du. Ja. Dann ist es halt so. Also ja. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir ja schon am Anfang. Irgendwann, wenn die halt wirklich selbst lernen können und der Mensch nicht mehr dafür verantwortlich ist, wird es auf jeden Fall so kommen. So. Oh, hier können wir die Umfrageergebnisse angucken. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? 62% ja, 20% keine Ahnung. Wir hatten auch keine Ahnung. Also sieh mal an, 62% würden ja sagen. Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? 70% ja. Das ist eindeutig. Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das?
30% ein Instrument, siehst du? 23% ein Mobiltelefon. Aber sind wir mal ehrlich, ich hatte ein gutes Argument damit. Ja. Du kannst es immer noch jemandem umbringen. Damit hättest du da wiederum wieder Essen. Ja. Bisschen Kannibalismus, aber hey, man überlegt. Und ein Stück könntest du von dem Instrument benutzen, um Feuer zu machen. Ja, vielleicht. Siehst du, wie vielfältig so ein Instrument ist? Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? 76%, ja. 8%, keine Ahnung. Die 16%, die es nicht benutzen, aber bei diesem Spiel mitgemacht haben, das ist sehr fragwürdig. Aber ich sage es jetzt nicht. Vielleicht spielen die ja nur so 10 Minuten am Tag, aber ich glaube nicht. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? 35% Android und 33% mit dem Gehirn verbundene Geräte tatsächlich. Ja, aber ich finde gerade diese Technologie im Endeffekt ziemlich gefährlich. Ich weiß ja nicht, ob du Pacific Rim oder sowas in dieser Art gesehen hast. Pacific Rim ist meiner Meinung nach sowieso von dem einem Anime abgeleitet. Und in dem, den Anime gab es schon in den 90ern, da war das da schon gewesen, dass du eben in diesem, auf gut Deutsch, Kampfroboter, der aber gleichzeitig noch was anderes war, eingeleitet wurdest. Und dann hast du mit Hilfe von deinen Gedanken den gesteuert. Deswegen sage ich ja, und als der dann eben von diesem Außerirdischen auf gut Deutsch dann angegriffen wurde, hattest du die Schmerzen. Und genau da ist dann halt eben, wo ich mir dann so denke, die Schäden, die dann mit sich kommen, gerade durch die neuronale Belastung, ich weiß beziehungsweise nicht. Wird nicht nur das denn, sondern was mir da direkt einfällt wegen Kampfroboter, das wird ja sofort im Militär übernommen, damit nicht mehr die Soldaten in den Krieg ziehen, sondern irgendwelche Roboter. Und dann ist ja egal, wer da stirbt, weil es sind ja Roboter, ne? Dass das dann einfach nur so lapidar gehandhabt wird. Ja, aber das ist ja... Und wer die bessere Maschine hat und die besten Netzwerke, die gewinnen halt. Was aber im Endeffekt nur noch zu Nonstop-Kampf führen würde, weil Maschinen würden sterben, keine Menschen würden sterben, größere Explosionen und so weiter. Ja. Ich glaube, da könnten wir noch so lange diskutieren. Ja. Ich weiß. Glauben Sie an einen Gott? 41% ja, 41% nein. Okay, das ist halt wirklich so. Je nachdem. Je nachdem, ja. Wie man will. Aber wie gesagt, glaubst du nicht an Gott? Glaubt er nicht an dich? ich glaube eher an Schicksal und so ein bisschen an Karma. Auf jeden Fall an Schicksal, so ein bisschen. Daran könnte man schon so ein bisschen glauben. Na. Ich habe auch das Gefühl, dass man irgendwie Scheiße baut, dass es dann auch hoffentlich zurückkommt. Das wäre zumindest sehr schön. Sehr schön. Ja. Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? 41% ja, der Rest nein oder keine Ahnung. Aber immerhin die Hälfte. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? 1 Stunde nur einmal. Oder 1%. 61 Mal mehr. Ja. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? 72% ja. Warum auch nicht? Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? 68% ja. Was wieder dann aber eigentlich in diese, wie soll ich sagen, damit diese 68%, die dann da ja getippt haben mit dem eigenen Bewusstsein, da kommt sich das dann wieder, diese Konfrontation, wenn du da stehst, die kriegen ein eigenes Bewusstsein. Du willst aber, sag ich mal, trotzdem Androiden bei dir zu Hause haben. Was machst du? Ja. So oder so? Ist ja wie im Spiel, der Android muss ja erstmal bemerken, dass die Sachen, die du vielleicht sagst oder tust, falsch sind oder unfair sind oder du unfair behandelt wirst als Android. Oder die sehen dieses Falsche eben gleich ganz anders. Ja. Und dann halt was dagegen tun wollen, weil sie sich als Sklaven fühlen oder halt genauso behandelt werden wollen wie Menschen. Löscht sich die Menschheit im Endeffekt selbst aus. Ja, auf jeden Fall. Ob jetzt mit Androiden oder ohne. Ich glaube, so weit kommen wir nicht mal, dass Androiden ihr eigenes Bewusstsein entwickeln irgendwann. So oder so, ich weiß nicht. Also es gibt ja immer wieder neue Scheiße und naja. So, das waren die Umfrageergebnisse. Viel Spaß noch beim Let's Play, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber ich denke mal, ich werde das ans Ende hängen.
Tschüss. Tschüss.